Ja, mein Name ist Hans Wienhold, ich bin vom Friedenszentrum, aber zugleich hier auch gewissermaßen ein Stückchen stellvertretend für andere Leipziger Friedensgruppen. Wir schauen nach, was hat sich hier in Leipzig vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Runden Tisch Frieden entwickelt. Runde Tische waren natürlich etwa so November, Dezember enorm wichtige Kommunikationsmittel zwischen den Oppositionsgruppen, den bestehenden Parteien, Verwaltungen auf dem Wege zur Kompromisssuche für die Indanghaltung des Lebens auf der Ebene der Kommune, der Kreise, der Bezirke. Und es gab natürlich bekanntlich auch einen zentralen runden Tisch. Wir haben hier einen kleinen Eindruck eines Tisches. Natürlich sollte das Prinzip des runden Tisches die Gleichrangigkeit aller Positionen am Tisch darstellen. In der Realität waren natürlich die Tische viereckig. Und diese Tische haben, denke ich, durchaus auch den Oppositionsgruppen Plattformen geboten, ihre Vorstellungen einzubringen, insbesondere natürlich die Verbindung zwischen den Demonstranten und eigentlich auch der Artikulation ihrer Forderungen herzustellen. Denn es war ja damals noch nicht möglich, in die öffentlichen Medien zu kommen. Denn die Gruppen hatten zunächst mal zum Beispiel in der LVZ nur gelegentlich Darstellungsmöglichkeit. Der zentrale runde Tisch in Berlin wurde allerdings schon, und man kann das vielleicht hier etwas erkennen, er war umlagert von Journalisten, weil dort natürlich die Motorregierung zunächst mal dort vor den beteiligten Gruppen zu berichten hatte. Aber was meines Erachtens wesentlich war, dass in der Weiterentwicklung des runden Tisches vorausschauend auch Wege versucht wurden, die eigentlich in die Zukunft reichen sollten. Und die Wählervereinigung hat hier im Vorprogramm bereits ausführlich dazu gesprochen, dass ein Hauptresultat des runden Tisches der Entwurf einer Verfassung für die DDR war. Dieser Entwurf der Verfassung, denke ich, enthält viele Gesichtspunkte und das Programm, wer es vorhin hier erlebt hat, hat es sehr offensichtlich und überzeugend dargestellt. Viele Punkte, die also über den Gehalt des Grundgesetzes weit hinausgehen, die Verbindung von politischen und sozialen Rechten insbesondere verkörpert, aber auch die Gesichtspunkte zur Entmilitarisierung der DDR, denke ich, auch schon programmatisch enthielt. Das Zusammenwirken der Kräfte am runden Tisch wird hier, ich hoffe, es ist einigermaßen erkennbar, deutlich. Es zeigt, dass auch dann später, als die Regierung erweitert wurde in Form der Regierung der nationalen Verantwortung, also Vertreter der Bürgerbewegung, Ministerämter einnahmen, dass auf diese Weise doch ein Austausch stattfand, der viele notwendige Probleme ansprach, allerdings zugleich unter dem Entwicklungsdruck des sich abzeichnenden Anschlusses der DDR an die BRD viele Dinge nicht weiter verfolgen konnte. So war es zum Beispiel nicht möglich, den Verfassungsentwurf, der immerhin innerhalb eines Vierteljahres erarbeitet worden war, im April der Volkskammer vorgelegt wurde, öffentlich zu diskutieren und damit auch die Weiterführung des runden Tisches konstruktiv zu gestalten. Hier mal ein äußerer Eindruck des Bildes, zugleich auch mit dem neuen Logo der Staatsflagge der DDR, mit dem bekannten Logo Schwerter zu Pflugscharen. Gruppen hier in Leipzig haben sich mit dieser Thematik Anspruch und Wirklichkeit des Grundgesetzes beschäftigt. Hier gab es im Rahmen der Aktion Bürgergesellschaft lebt, die durch die Frau Hamm-Brücher insbesondere repräsentiert worden war, Diskussionen über unsere Vorstellungen hier in Leipzig, wie direkte Demokratie gestaltet werden kann, wie insbesondere soziale Rechte verteidigt oder aber wieder errungen werden könnten. Hier war das Komitee für Gerechtigkeit und die Gruppe Mehr Demokratie beteiligt in dieser hier erwähnten Veranstaltung. Ein besonderer Höhepunkt aus unserer Sicht war die Einrichtung eines und das Entstehen eines runden Tisches Frieden hier in Leipzig.
Das hing zusammen mit der Auslösung des Zweiten Golfkrieges im Januar 1991. Schülerinnen, junge Leute, spontan protestierend demonstrierten, kein Blut für Öl. Sie zogen aus Paunsdorf, aus Markleberg ins Stadtinnere, in die Nikolaikirche und an andere Stellen, um gegen diesen Krieg zu protestieren. Es bildete sich erstmalig ein Aktionskreis als ein Bündnis, das Elemente des Runden Tisches, aber eben auch handlungsorientiert, ein Aktionsprogramm, Einschluss, Aktionskreis Frieden am Golf. So, und wir riefen damals, ich gehörte auch dazu, und Aktivistin Christel Hartinger, hier sitzt sie vor uns, und andere gehörten dazu, riefen damals auf, sich an der Montagsdemonstration zu beteiligen, und es zogen also teils um den Ring, wie hier zu sehen, aber auch in der Stadt Demonstrationszüge, ich schätze etwa so an die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb dieser 6 Wochen, prägten die montägliche Atmosphäre, aber auch an vielen anderen Tagen. Und das Besondere war, dass junge Leute die tagende Stadtratssitzung besetzten und dort Rederecht verlangten. Und daraufhin hat Magirius als damaliger Stadtpräsident eine Diskussionsrunde am Rande der Sitzung zugestanden, die sich dann in einen runden Tisch, Leipziger Runden Tisch Frieden, konstituierte. Dort waren die Fraktionen beteiligt und die entstehenden Friedensgruppen. Dieser Aktionskreis Frieden bestand etwa bis 1992. Er hat durchaus, denke ich, damals übergreifend Friedensstandpunkte befördert. Ein Antrag der Friedensgruppen in den Stadtrat wurde zwar nicht formal beschlossen, aber immerhin als gemeinsame Erklärung der Fraktionsvorsitzenden verkündet. Und nicht unbemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Erklärung der Fraktionsvorsitzenden gegen diesen damaligen Krieg von der LVZ im vollen Wortlaut abgedruckt worden war. Also dieser Runde Tisch Frieden war also das erste Erlebnis auf dem Gebiete der Friedensarbeit, der neueren, der fortgesetzten Friedensarbeit aus der Initiative junger Leute, die sich also dort eingebracht haben. Diese Leipziger Golfzeitung hier war auch so ein Nebenprodukt dieser Bemühungen. Parallel dazu entstand aus, vor allen Dingen aus, auf Initiative der Gesellschaft für Völkerverständigung, die Aktion Toleranz gegen Rassismus. Ich denke, wir erinnern uns an die Brandanschläge in verschiedenen deutschen Orten, sowohl in West- wie in Ostdeutschland, und es war notwendig, gegen wachsenden Rassismus, Fremdenfeindlichkeit aufzutreten. Es entstand ein breites Aktionsbündnis, genannt Aktion Toleranz. Damals forderten wir schon die Interessenselbstvertretung von Menschen ausländischer Herkunft in dieser Stadt, vor allen Dingen mit dem Ziel, dass sie auch kommunales Wahlrecht erhalten sollten. Hier ist ein Dokument, Christel Hartinger wird sich daran erinnern, denn es ist ihr Produkt, was damals auch gegen die Anti-Nazi-Pogromnacht erinnerte und hier diesen Gedenktag in Leipzig beging. Parallel dazu gab es andere Aktivitäten und Kundgebungen, auch hier das Plakat für eine Kundgebung in diesem Zusammenhang, wo auch die Schwerpunkte der damaligen Auseinandersetzung erkennbar sind. Mitte der 90er Jahre, man erinnert sich, es gab damals im Araroa-Atoll französische Atombombenversuche, bildete sich der Aktionskreis Atomwaffenstopp hier in Leipzig mit einer Vielzahl von Demos, die sich vor allen Dingen auf das französische Generalkonsulat richteten. Wachsende Nazi-Aktivitäten machten es notwendig, dass hier vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 90er Jahre Bündnisse entwickelten, für insbesondere der Verein Courage zeigen, die also gegen Neonazis, gegen Rassismus, Antisemitismus gerichtet waren und noch heute aktiv sind, große Beiträge leisteten. Dabei muss ich allerdings hinzusagen, wenn man das Verhältnis runder Tisch und Aktionsbündnis allgemein betrachtet, ist natürlich der runde Tisch eine kompromisssuchende Institution. Ein Aktionsbündnis ist natürlich
in der Regel ein Bündnis, was auf der Basis gemeinsamer Positionen zustande gekommen ist und gemeinsame Wege des Handelns sucht. Ist also im Grunde natürlich nicht nur eine Ersatzform eines runden Tisches, sondern eigentlich eine Weiterentwicklung. Und ich muss an dieser Stelle auch leider sagen, dass trotz dieser großen Bemühungen von Courage zeigen und anderen Initiativen es in Leipzig nicht gelungen ist, einen runden Tisch gegen rechts zum Beispiel einzurichten, der eben auch unterschiedliche Standpunkte zusammenführt und Möglichkeiten der Kompromisssuche ermöglicht. Diese Bilder zeigen die Härte der Auseinandersetzung hier in dieser Stadt. Das ist auch die Tatsache, dass es vorwiegend junge Leute sind, die sich mutig den Nazis entgegengestellt haben, die auch oft genug trotz ihres friedlichen Widerstandes von der Polizei hart attackiert worden sind, wo also die Repräsentanten dieser Stadt sich häufig nicht an die Seite dieser mutigen jungen Leute gestellt haben, um ihnen auch durch ihre persönliche Anwesenheit hinreichend Schutz zu bieten, hinreichend auch Solidarität zu zeigen. 2002, 2003, mit der wachsenden Gefahr eines weiteren Krieges im Irak, bildete sich dieser erwähnte Aktionskreis für Frieden am Golf neu unter diesem Begriff Aktionskreis. Hier sieht man mal eine Gesprächsrunde, Pfarrer Führer. Es war eine durchaus breite Zusammensetzung, vorwiegend auch junger Leute, aber auch Menschen, die längerjährig schon dabei waren und die damals hier in Leipzig zu diesen Demonstrationen aufriefen und die wir in der Summe von 17 Montagsdemos mit etwa 280.000 Beteiligten als die größte Bürgerinitiative Leipzigs seit 1989-90 betrachten. Wir erwarten, dass im Namen der Menschen, die sich damals bei aller Sorte von schlechtem Winterwetter eingesetzt haben, an den Demos teilgenommen haben, nicht wahr, durchaus auch in der Gegenwart für ihr Friedensengagement Anerkennung finden und diese Demos auch als eine Leipziger Friedensdemonstration, die alle gewaltlos abliefen, gewertet werden. Hier haben wir Eindrücke auf dem Augustusplatz. Wir haben auch zugleich Friedensaktivitäten mit einem Leipziger Friedenspreis gewürdigt. Hier der Vorsitzende des Vereins Lebendiges Kongo, die es geschafft haben, zivile Hilfsgüter mit Militärmaschinen transportieren zu lassen und damit gewissermaßen auch ein Symbol von Version des Militärs für friedliche Zwecke, nun ja, wenigstens anzudeuten. Jetzt kommen wir, und da bitte ich unsere Kollegin Carla Bergmann mit hier vor. Wir wechseln jetzt das Thema, und zwar die Auseinandersetzung auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, wo sich Aktionsbündnisse gebildet haben, bilden mussten, um die Interessen der Betroffenen zu verteidigen. Hier geht es um die Rettung der Beschäftigten von der in Leipzig ansässigen Firma Hartmann und Braune. Bitte ich, Frau Bergmann, bitte. Ja, ich möchte gerne ein Beispiel eines Aktionsbündnisses hier präsentieren. Dieses Aktionsbündnis hat ergebnisorientiert gearbeitet und anhand unserer Standortrettung von Hartmann und Braun möchte ich doch mal hier was erzählen. Mein Name ist Carla Bürgmann, ich bin 10 Jahre von 1990 bis zum Jahr 2000 Betriebsratsvorsitzende bei Hartmann und Braun gewesen. Ja, Hartmann und Braun ist nicht so in Leipzig geläufig, aber sicher das Geräte- und Reglerwerk in Leipzig, was es ja schon lange vor der Wende gab, als bedeutendes Automatisierungsunternehmen. Das Unternehmen wurde gekauft von der Treuhand von Hartmann und Braun, der Mercedes der Automatisierungstechnik. Wir hatten eine gute Auftragslage, weil in den neuen Bundesländern wurde investiert, vor allen Dingen in Kraftwerke, Rekonstruktion von DDR-Kraftwerken. Dort wurde neue Technik gebraucht und dort gab es viel Arbeit.
Die Treuhand hat uns unterstützt, nämlich mit dem Slogan oder mit der Philosophie: Wirtschaft, Aufträge aus den neuen Bundesländern werden in den Bundesländern auch abgearbeitet. Das war noch der Slogan von dem damaligen Treuhandchef Rohwetter. Der musste dann erschossen werden. Die Reul hatte dann eine andere Idee, nämlich die Wertschöpfung nicht mehr in den neuen Bundesländern zu priorisieren, sondern der Markt wird geöffnet und jeder kann halt abarbeiten, was man möchte. Und das war natürlich auch ein Zeichen für Hartmann und Braun. Die hatten ihren Stammsitz in Frankfurt am Main und die Auftragslage ging dort im Westen nicht so besonders. Und wir hatten hier noch ordentlich zu tun. Und das hieß natürlich, die Arbeit, die soll nach dem Westen fließen. Wir hatten eine Kündigungswelle nach der anderen hier zu bewältigen, bis es dann 1997 zu einem Schließungsbeschluss kam des Vorstandes. Und das hat die Bevölkerung, beziehungsweise natürlich zuallererst die Belegschaft, aktiviert zu Protest. Die IG Metall, unsere Gewerkschaft, die hatte uns aufgerufen zu Protestaktionen. Wir haben da vielfältige Aktionen gemacht, also Unterschriftsaktionen. 52.000 Unterschriften wurden gesammelt. Aber bevor überhaupt wir aktiv wurden, hatten wir natürlich Bündnispartner gesucht. Und jetzt kommt das Beispiel von dem Aktionsbündnis. Wir hatten mit dem Regierungspräsidenten unmittelbar nach dem Schließungsbeschluss einen Kontakt geknüpft und der hat mit IHK, nämlich nach dem Muster zur Rettung der Reutnitzer Brauerei, die ja ganz erfolgreich war, es gibt heute noch Reutnitzer Bier hier in Leipzig, also wer sich da noch erinnern kann, wir, nach dem Muster wurde das gleiche Aktionsbündnis gegründet, IHK, es war der Arbeitsamtspräsident dabei, die Handwerkskammer, auch der Arbeitgeberverband, und verschiedene hatten IG Metall, DGB und natürlich auch wir als Betriebsrat waren Mitglied dieses Aktionsbündnisses. Und dieses Aktionsbündnis hat durch unsere Aktionen natürlich immer Rückenwind bekommen und hatte bereitwillig ihre Pressearbeit so eingestellt, dass wir natürlich in Funk und Fernsehen stark vertreten waren in der Zeit. Und diese Öffentlichkeitsarbeit hatte natürlich begleitend mit einem Brief an den Herrn Kohl, unser Bundeskanzler, unser damaligen, und den Bienenkopf, bewirkt, dass sich auch das Wirtschaftsministerium von Sachsen mit unserem Problem beschäftigt hat. Ein Beispiel unserer Aktion war, außer Transparenten, die am Völkerschlachtdenkmal hingen, oder ein 1500 Meter langes Band der Solidarität, wo wir Solidarität von allen Betrieben hier in Leipzig erfahren haben, von Parteien, von Vereinen und von diesem Verein Demokratie oder Frieden. Alle haben sich beteiligt und haben uns solidarisch erklärt und die Bevölkerung, wie gesagt, hat 52.000 Unterschriften uns gegeben, um den Erhalt des Standortes zu sichern. Es hat auch dann geklappt, nachdem das Wirtschaftsministerium Sachsen, namentlich der Herr Dr. Faeser, unseren Vorstand zu Verhandlungen eingeladen hat und wir dann auch den Standort erhalten konnten. Mit 200 Mitarbeitern ist nicht so rosig. Wir sind ja mal von 2000 gestartet im Jahre 1990. Im Jahr 1997 waren wir dann nur noch 200. Aber immerhin ein Standort blieb. Das war uns wichtig. Man kann ja den wieder aufbauen. Ja, heute kann man natürlich vergeblich den Standort Hartmann und Braun finden. Mittlerweile wurde ganz Hartmann und Braun Konzern von ABB geschluckt und da gibt es jetzt hier in Leipzig nur noch ein Ingenieurbüro. Also so ist mal ein Beispiel. Man sollte sich also bewusst werden, hier in diesem Staat darf man sich nicht hinsetzen und warten, bis man sozusagen alles präsentiert kriegt, sondern man muss aufstehen, man muss seine Meinung sagen und wir haben es geschafft, indem sich alle das nicht gefallen lassen haben, dass wir
doch was erreicht haben. Also wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt, beziehungsweise wer nicht kämpft, hat schon verloren und wir haben gekämpft und haben was gewonnen. Vielen Dank. Bitte. Ja, ich hätte noch erwähnen können, und damit haben wir eigentlich unseren Protest, unsere Solidarität mit betroffenen Belegschaften begonnen. Ich denke, das Komitee für Gerechtigkeit, Gewerkschaften und andere haben Solidarität gezeigt gegenüber den Kalikumpel in Bischofferode. Das waren Wochen, als sie dort in Hungerstreik traten gegen die Schließung. Nicht? Und trotz guter Betriebszahlen wurde diese Grube geschluckt bzw. stillgelegt von Kali und Salz. Ja? Das mal als Beispiel, haben wir also frühzeitig erfahren. Wir müssen natürlich mit Bedauern sagen, dass diese Solidarität nun nicht immer so intensiv und breit und dauerhaft war, wie es notwendig gewesen wäre. Aber zur Ausgangsfrage zurück, das betrifft natürlich tatsächlich die sozialen Grundrechte, soziale Sicherheit, Recht auf Arbeit, die hier auch insbesondere mit der Hartz-IV-Gesetzgebung schwerwiegend verletzt und abgeschafft und eigentlich außer jede Erwartung der Betroffenen gebracht wurden. Tatsache ist, damals die Anti-Hartz-IV-Proteste hier in Leipzig, hier sehen wir Bilder davon, waren erheblich. Aber was ist hier bemerkenswert im Unterschied zu den Friedensdemos? Wir waren damals also in der Summe fast 300.000. Hier waren wir, die Lafontaine-Kundgebung war mit 30.000 sicher, hier sehen wir die auf dem Augustusplatz sicher auch ganz erheblich. Aber dort haben diejenigen Leute, die nicht Betroffenen, die, naja, sagen wir so, die in der Nähe der Bessergestellten leben, haben sich nicht mit den Hartz-IV-Betroffenen oder damals noch Gefährdeten solidarisiert. Sonst hätte, glaube ich, damals war eine Stimmung, die doch diese entwürdigende Politik hätte wenigstens zurückdrängen können. Wir als Leipziger Friedensgruppen, auch bezogen auf die Gegenwart, meinen, dass die Tatsache, dass die Bundesrepublik sich an Kriegseinsätzen beteiligt, im hohen Maße Rüstungsgüter nicht nur als Angriffswaffen produziert, sondern auch exportiert, wir uns verstärkt auch einsetzen gegen die Beendigung dieser Militäreinsätze. Natürlich auch erwarten wir, dass schleunigst, und das ist überfällig, die auf bundesdeutschem Boden noch immer lagern USA-Kernwaffen, wofür Tornados der Bundeswehr als Waffenträger bereitstehen, endlich abgeschafft werden. Wir meinen aber auch, die Verantwortung hier in Leipzig sprach an, wenn es mal einen runden Tischfrieden gab, dass es auch hier in Leipzig ein Friedensbündnis über die Friedensgruppen hinaus erfordert. Die Tatsache ist also, dieser militärische Missbrauch des Leipziger Flughafens, wofür natürlich andere Mitbetroffene sich bereits bemerkbar gemacht haben. Leipzig als eine Stadt des friedlichen Umbruchs sollte das Vermögen haben, einen Beitrag für die gesamte friedliche Gestaltung des Landes auch in der Form zu leisten, dass der militärische Missbrauch dieses Flughafens eingestellt wird. Wir meinen aber auch, dass die Möglichkeiten hier in dieser Stadt nicht ausgeschöpft sind. Ich denke hier, und die räumliche Nähe gebietet es, darauf hinzuweisen, die Universität in ihrer, und es ist keine kleine Universität, auch ihren Beitrag dazu leisten sollte, Friedensforschung, Konfliktforschung, Forschung für Konfliktprävention in den verschiedensten Fachgebieten zu leisten und damit auch die bestehenden deutschen Friedensforschungsinstitute auf diese Weise gebührend zu begleiten. Schließlich möchte ich mich bedanken bei Gerhard Merger. Wir sehen hier seinen Fotoblitz. Er hat die Bilder beigesteuert. Seine jahrzehntelange fotodokumentarische Arbeit auf diesem Gebiet hat es möglich gemacht, hier diese Aktivitäten zu zeigen. Liebe Gerhard, herzlichen Dank auch von dieser Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen allen.